Ich freue mich sehr, dass Sie es alle geschafft haben, von ziemlich weit her und etwas näher hier nach Hamburg zu kommen. Auf meiner Linken sitzt Frau Maren Böhm. Sie kommt heute aus Istanbul, da lebt sie nämlich und ist hier die Vertreterin der Privatwirtschaft gewissermaßen. Sie ist Sinologin und Managerin für Unternehmensverantwortung. Die englische Abkürzung Corporate Responsibility, CR, ist manchmal bekannter sogar bei der Otto Group in Istanbul, in der Türkei. Sie hat jahrelang in China gearbeitet. Schön, dass Sie hier sind. Zhu Yi, ganz zu meiner äußeren Rechten, kommt eigentlich auch von weit her. Wir haben Glück, dass sie im Augenblick in Berlin war. Deswegen musste sie nicht ganz so weit fahren. Ist Journalistin, langjährige Programmkoordinatorin des Büros in Peking der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung. Sie hat viel gearbeitet zu Medien, zu ökologischen Bewegungen und sozialen Bewegungen in China und promoviert zurzeit zum Thema neue soziale Medien und Bürgerbewegungen in China. Und zu meiner linken Außen, Frau Eva Sternfeld, ist ebenfalls Sinologin, mittlerweile wieder in Berlin, langjährig in China als Expertin und Beraterin chinesischer Umweltorganisationen tätig gewesen. Sie ist jetzt wieder an der Freien Universität in Berlin. Ihre Themen sind unter anderem Wasserqualität und Wohnungsbau. Ich möchte anfangen mit Frau Böhm als Auftakt zur Kommentierung der Präsentation. Der Ansatz der Unternehmensverantwortung oder der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung deutscher Industrien in China hat er beigetragen zu der von Professor Zhu vorgestellten grünen Entwicklungsperspektive in China. Ja, vielen Dank und schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Vielleicht noch ein Wort, worüber wir reden bei CR. CR bedeutet so viel wie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, die nicht nur die ökonomischen Aspekte berücksichtigt, sondern eben auch ökologische Aspekte und soziale. Und diese drei Aspekte sind gleichwertig und gleichrangig zu betrachten. Das ist insofern wichtig, als dass wir als Unternehmen ja nicht in einem luftleeren Raum agieren, sondern eben Teil der Gesellschaft sind und dementsprechend auch die Verantwortung sowohl in dem Land, in dem unser Standort ist, aber in dem auch die Waren produziert werden, wahrnehmen wollen. Was hat CR dazu beigetragen oder Corporate Responsibility, dass diese grüne Revolution oder die grüne Entwicklung in China und auch in anderen Ländern stattfinden kann? Umweltschutz und die Einhaltung von Sozialstandards sind ein absolutes Muss, wenn es um die Produktion auch der Waren geht, die die Otto Group in ihren vielfältigen Unternehmen vertreibt. Als Grundlage all unserer Geschäftsbedingungen, unserer Geschäftsbeziehungen gilt ein sogenannter Verhaltenskodex, ein Code of Conduct, in dem der Lieferant sich auf die Einhaltung bestimmter Standards verpflichtet. Da reden wir zum Beispiel über Kinderarbeit, über Arbeitszeiten, Schutz und Sicherheit am Arbeitsplatz, Gewerkschaftsfreiheit und dergleichen mehr und natürlich auch um Umweltschutz. Diese Standards basieren auf lokalen Gesetzen und Regelungen sowie auf internationalen Konventionen und Richtlinien, zum Beispiel der OECD oder der ILO, also der Internationalen Arbeitsorganisation. Die meisten Gesetze in China sind sehr gut, was die sozialen Standards betrifft. Das Arbeitsrecht in China, das 2008 verabschiedet worden ist, geht in vielerlei Hinsicht noch über das hinaus, was wir in Deutschland kennen, was den Schutz der Arbeitnehmer betrifft. Allein die Implementierung ist immer ein Problem. Ein ähnliches Bild sehen wir auch beim Umweltschutz. Frau Schärfer, Entschuldigung. Frau Schärfer hat es eben schon gesagt. Es sind gerade auch in den vergangenen Jahren sind eine Reihe von sehr guten und ambitionierten Gesetzen von der Zentralregierung auf den Weg gebracht worden und auch eine Vielzahl in den Provinzen, also zum Beispiel die Provinz Canton oder Zhejiang, die sehr strenge Gesetze, auch was die Fabrikationsstätten betrifft,
hervorgebracht hat. Diese werden aber sehr oft, und das ist unsere Erfahrung, von den lokalen Kadern nicht wirklich ausgeführt und auch dann natürlich von den Fabrikmanagern und Besitzern oft unterlaufen. Wir sind sehr aktiv, sowohl was die Lieferantenqualifizierung, die Durchsetzung unserer Standards betrifft, und wir arbeiten auch eng mit Regierung, Gewerkschaften und NGOs zusammen. Insofern denke ich, dass die Bestrebungen der Industrie und der Wirtschaft durchaus einen Beitrag leisten, um diese Standards und auch diese Entwicklung zu begünstigen. Dennoch teile ich die Meinung von Professor Drew nicht uneingeschränkt. Ich denke, dass, was Professor Drew gesagt hat, die technischen Entwicklungen, ja, sie werden dazu beitragen, dass in Zukunft der Energieverbrauch und der Ressourcenverbrauch weiter runtergehen und damit auch der Impact auf die Umwelt. Ich denke auch, ja, die Regierung ist auf einem sehr guten Weg in China, insbesondere jetzt auf die neue Regierung unter Xi Jinping und Li Keqiang, die sehr klar gesagt haben, dass sie eben diesen Schnitt haben wollen zu mehr ökologischer Entwicklung. Aber, und sie eben auch wirklich verstanden haben, dass der Preis für dieses Wachstum, das ungehemmte Wachstum, was ja in den letzten Jahrzehnten, was wir dort in China gesehen haben, dass der wirklich zu hoch ist. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es nicht reicht, diese Maßnahmen zu treffen, sondern ich glaube, dass es sich das Bewusstsein durchsetzen muss. Und da rede ich nicht nur über China, aber auch eben insbesondere über China, dass wir nicht alle alles haben können. Und ich möchte da einen sehr guten Freund und Autor des Bestsellerbuches Der große Verbrauch, Chandra Nair, zitieren, der gesagt hat, die Party ist vorbei. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft, denn wie wollen wir Millionen von Milliarden von Chinesen und auch Indern und anderen asiatischen Völkern erklären, dass sie nicht das haben werden, was wir jahrzehntelang gehabt haben, nämlich jeder ein Auto und dergleichen mehr. Und insofern denke ich, dass das eine ganz große Aufgabe ist, und wir müssen uns auch natürlich hier im Westen kritisch selber hinterfragen, welchen Beitrag wir dazu geleistet haben. Denn durch die im Rahmen der Globalisierung in das Ausland verlagerten Produktion tragen wir natürlich auch dazu bei, dass Umweltprobleme verlagert werden nach China. Und da müssen auch wir uns kritisch hinterfragen. Danke. Danke für diese schon erste, auch kritische Anmerkung. Das Motto des Kirchentages: So viel du brauchst oder so viel wir brauchen, hat die Taz herausgemacht, knüpft er unmittelbar daran an. Was braucht der Mensch im 21. Jahrhundert? Ist es das Gleiche, was im 19. Jahrhundert die wachsenden Industrienationen, die damals eben in Europa waren, brauchten? Ich fordere Sie hierbei jetzt nochmal auf, gerne die Kärtchen, die rumgereicht werden von Pfadfinderinnen hier in dem Saal, mit ihren Fragen zu bestücken. Denn nach dieser Runde hier oben werden wir Ihre Anwältin konsultieren, welche Fragen Sie zu dem Vortrag und auch überhaupt zu uns gerne stellen möchten. Als nächstes möchte ich Frau Sternfeld bitten, zu kommentieren, was Herr Zhu gesagt hat. Ein Jahrzehnt lang haben Sie Umweltinitiative in China beraten. Was sagen die denn von unten zu so einer Perspektive? Ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen länger ausholen, weil ich Sie haben die FU erwähnt, inzwischen bin ich bei der TU, habe mich aber seit Anfang der 80er Jahre beschäftige ich mich mit der chinesischen Umweltthematik und war dann nach meiner Promotion habe 8 Jahre in China gearbeitet als Beraterin einer Umweltinformationszentrums, was zum chinesischen Umweltministerium gehört. Und fand diese Zeit sehr spannend, weil ich damals dann die Gelegenheit hatte, also wenn man an der Universität arbeitet, problematisiert man ja eher und guckt vielleicht auf China von oben herauf und sagt, oh, da sind die und die Probleme. Aber jetzt in China auch mit Menschen, also gerade vom Umweltministerium zu arbeiten, die da auch was verändern wollen.
Seit 5 Jahren bin ich allerdings wieder zurück und bin jetzt an der TU Berlin und wir schauen vor allen Dingen, was sich in Technologie und Wissenschaft tut. Und ich möchte vielleicht zunächst einfach auch auf den Vortrag von Herrn Zhu kommen. Und ich fand den Vortrag sehr spannend, weil Sie ja was andenken, was bislang man vielleicht in China kaum wagt auszusprechen, dass die Entwicklung vielleicht nicht mehr immer so steil nach oben gehen kann, sondern mit Rücksicht auf eine sogenannte nachhaltige Entwicklung möglicherweise sich auch abflachen sollte, müsste. Und man hat ja in Europa, der Anfang der Ökologiediskussion war ja praktisch in den 70er Jahren, dass ein Buch erschienen ist, The Limits of Growth oder das Ende, die Grenzen des Wachstums. Ich habe den Eindruck, Sie sind in Ihren Gedanken und Sie sind ja ein Vordenker. Sie wurde ja erwähnt, dass Sie auch bei der Parteihochschule lehren und Ihre Gedanken natürlich auch durchaus Einfluss haben von diesen Ideen. Sehr stark auch profitieren und Sie haben ja auch zitiert den Faktor 4 und den Faktor 10. Das ist ja hier auch von Ernst von Weizsäcker propagiert worden und was meines Erachtens auch sagt, dass man nicht unbedingt auf ja ein gutes Leben oder dass man das bekommt, was man braucht, aber dass man sein Leben effizienter und mit besseren Methoden gestalten kann. Und das ist, denke ich, das, worauf China eben hinaus steuern muss. Also wir haben natürlich nach wie vor, muss sich China entwickeln, weil wenn wir hier das Motto haben, so viel wie du brauchst, es gibt halt in China noch sehr viele Leute, die sagen, wir haben noch nicht genug. Es gibt inzwischen immer mehr und ich konnte es über 30 Jahre verfolgen. Ich habe eine große Hochachtung vor diesem Land, was erreicht worden ist in diesen 30 Jahren und wie viele Menschen nun doch ein recht gutes Leben führen können. Aber es gibt immer noch viele, die noch sagen, wir müssen uns weiterentwickeln. Deswegen denke ich, die Sache ist, da den Weg zu finden, wie kann man die Entwicklung effizienter, umweltverträglicher machen. Und das, was Frau Böhm gesagt hat, stimme ich auch überein. Ich meine, wir schauen hier im Westen und sagen, wir haben so und so viel CO2 eingespart. Warum haben wir es eingespart? Weil wir es natürlich in andere Länder, diese Produktionszweige, ausgelagert haben. Ja, vielleicht zunächst mal so viel. Herzlichen Dank, Frau Sternfeld. Jui. Als sehr gute Kennerin der chinesischen Politik und der zivilgesellschaftlichen Wandels, der auch in China stattgefunden hat, enorm, ich glaube auch gerade im Bereich der Umweltpolitik, ist China der ökologischen Zivilisation, der Ecological Civilization gewachsen. Ich möchte mich auch zuerst bei Professor Zhu bedanken, weil der hier sehr schön die Notwendigkeit und auch die Entschlossenheit der chinesischen Führung für eine ökologische Transformation dargestellt hat. Sprechen wir von ökologischer Zivilisation. Das ist natürlich eine sehr weitsichtige politische Entscheidung. Und ich denke, jede Gesellschaft braucht von der alltäglichen Politik darüber hinaus so eine weitsichtige Mission. Aber das funktioniert nur, wenn die Gesellschaft einen grundlegenden Konsens hat. Wenn wir sprechen über das Motto dieser Kirchentag, so viel du brauchst. Wer entscheidet, wie viel jeder Einzelne in der Gesellschaft braucht? Und dieser Konsens gibt es
in China nicht. Und das ist das größte Problem und größte Herausforderung für die chinesische Regierung. Die leidet heute unter ganz großer Glaubwürdigkeitskrise. Und die ganze Gesellschaft leidet mit darunter. Ich meine, wenn jeder einzelne Chinesen sich Sorgen machen, wo sie Milchpulver für den Babys kaufen sollen, vielleicht in Deutschland, wie können die dann die Aufforderung glauben, dass man für die Zukunftsgeneration jetzt auf was verzichten soll? Und deswegen finde ich es auch sehr schade oder ein Dilemma für die chinesische Regierung, weil die einerseits diese langfristige Investitionen in die Zukunft erkannt haben, aber andererseits nicht in der Lage ist, die bestimmte Interessengruppen so zu regeln, dass die Gesellschaft jetzt wieder einen Konsens aufbauen kann. Und ein anderes Gedanken, was ich dann bei der Präsentation bekommen habe, ist, hier wird sehr stark auf die Technologien betont. Natürlich ist Technologien unheimlich wichtig für die Innovation in die Zukunft, für eine ökologische Verwandlung. Aber die Frage für das heutige China ist, ob Technologien wirklich der entscheidende Punkt ist. Kommen wir zurück zu dem Begriff ökologische Zivilisation. Und das Wort Zivilisation hat die Wurzel vom Zivil, also vom Bürger. Die heutige chinesische Gesellschaft hat durch fehlende rechtliche Rahmenbedingungen, aber auch durch fehlende politische Bekenntnisse immer noch das Problem, dass die Bürger nicht die oder sehr eingeschränkte Möglichkeit haben, an den politischen Entscheidungsprozessen daran teilzunehmen. Und ich denke, letztendlich geht diese ökologische Zivilisation um Menschen, um die kommende Generation, unsere Kinder, Enkelkinder. Und deswegen soll Menschen auch die tragende Rolle in der ökologischen Zivilisation spielen. Danke. Bevor wir die Anwälte des Publikums fragen, was Sie zu sagen haben, möchte ich doch Herrn Professor Zhu auch nochmal die Möglichkeit geben, zu antworten und selber auch eine Frage anzuschließen, die gut passt an das, was Zhu gerade gesagt hat. Sie haben ja sehr eindeutig in der Tabelle dargestellt, wie die grüne Transition, die grüne Veränderung im Vergleich zu Europa und den USA in China von einer besonders der stärksten politischen Initiative bedrückt wird. Und da, während die USA, glaube ich, die niedrigste Kategorie waren und Europa so in der Mitte lag. Und ich würde mich schon nochmal dafür interessieren, was ist politische Initiative da? Was begreifen Sie darunter, politische Initiative, wenn Sie diese Kategorien so verteilen? Wer agiert da zum Beispiel, auch in Bezug auf das, was Zhu gesagt hat? Herzlichen Dank. Yes, at the moment, the government has the number one laws in the green initiatives, because if you take a look about the newspaper and from TVs, always the leadership from top down, they discover lots of slogans and lots of social initiatives towards like equal civilization, like energy saving movement, like clean technology movement, always from top down. At today's, from bottom up approaches is not very strong, because NGOs is very few, can't participate in this kind of issues. For the business side, I think they still just for survival, and not like mentioned three bottom lines
they just make money for the survival. So still in not very strong laws into the green in movement. So I think the government is the number one. But maybe in a few years, you can take a look in the next decades. Business will be by force of the laws from the government will be more and more involved. And common peoples, they were better lives, they were more and more participate in the green movement. Okay. Eine kurze Runde zu den Akteuren tatsächlich. Wer ist denn die wichtigste Instanz, dafür zu sorgen, dass die von allen ja politisch zumindest geteilte Perspektive einer grünen Transition tatsächlich möglich wird? Wer hat am meisten Entscheidungskraft in diesem Prozess? Frau Böhm. Also ich glaube, es gibt wirklich zwei. Was eben schon gesagt worden ist, die Bevölkerung muss stärker beteiligt werden. Sei es bei Anhörungen, wenn es um Umweltprojekte geht oder ob jetzt zum Beispiel eine neue Fabrik irgendwo, insbesondere Chemiefabriken, angenommen werden. Es gibt große Bewegungen, zum Beispiel bei den ganzen Wasserproblemen, den Staudämmen, Staudammproblemen. Und ich finde das richtig, dass da eben auch die Experten zu Worte kommen. Die Bloggergemeinde in China, also das, was ich beobachte, ist ja nun auch auf einer Aufwärtsbewegung und ich halte das für sehr gut und wichtig. Der stärkste Player ist vielleicht trotzdem nach wie vor die Regierung, weil die haben die Macht, es wirklich durchzusetzen. Und ich habe nun auch mehr als 15 Jahre in China gelebt und habe das oft mitbekommen, wie für unsere Empfinden teilweise radikal Dinge durchgesetzt werden. Infrastrukturprojekt, da wird eine neue Trasse, Zugtrasse gebaut, da bekommen die Leute eine Removal Notice, also eine Umzugsbenachrichtigung an die Tür geklebt. Dein Haus wird in 3 Wochen abgerissen, dein neues Haus ist 30 Kilometer außerhalb von Shanghai und zack, bumm, sind sie weg. Ja, also da wird nicht viel Pardon gemacht und das ist für uns natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, aber es birgt natürlich auch Chancen. Und ich denke, gerade wenn wir eben um Ressourcenknappheit und um die Durchsetzung von bestimmten Gesetzen reden, spielt die Regierung und eine starke Regierung wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ja, dem kann ich im Prinzip nur zustimmen. Also die Umweltpolitik in China war und ist eine Top-Down-Geschichte. Und also Politik ist nicht wie bei uns im Westen dadurch entstanden, dass es Protestbewegungen gegeben hat und dass sich Parteien gesagt haben, wir müssen uns da jetzt drum kümmern, sondern es ist dadurch entstanden, dass der Staat Institutionen geschaffen hat, dass er Gesetze geschaffen hat, dass er irgendwann, als er bei Rio 92 gesehen hat, oh, es gibt diese NGO-Konferenzen. China hatte keine NGOs, das war irgendwie peinlich. Dann wurden NGOs im relativ kleinen Rahmen bis heute relativ klein, wenn wir es vergleichen mit was Umweltorganisationen hier in Deutschland zum Beispiel für eine Rolle spielen, wie viele Mitglieder, wie viele Spenden die einsammeln, also Greenpeace oder BUND, die haben 100.000 Mitglieder oder so. In China die größten NGOs, die sich also als Organisationen identifizieren, haben vielleicht 5.000, 7.000 Mitglieder. Das heißt nicht, dass sich da einiges tut und dass die Regierung zunehmend unter Druck ist, weil die Leute unzufrieden werden. Wir haben gehört, im letzten Jahr gab es mehrere sehr gewalttätige Demonstrationen gegen geplante Projekte, wo die Leute dann auch erfolgreich waren. Und zwar erfolgreich, weil sie gleichzeitig gefordert haben, dass der zuständige Parteisekretär abtreten muss. Und in dem Moment
wurde das Ganze politisch und erstaunlich schnell wurden diese Projekte zurückgestellt. Also von daher gibt es diesen Druck und wir haben auch gehört über die Luftverschmutzungsprobleme in Peking, denen ja selbst die Regierung, wenn sie in Peking ist, nicht entweichen kann. Die Luft kommt überall durch alle Ritzen und das ist ein Politikum und Jui hat es auch erwähnt mit der Milch, Lebensmittelsicherheit. Das sind alles Themen, die drücken und ja, man möchte eine harmonische Gesellschaft und man möchte den Leben, was ich ja sagte, die Menschen möchten ein besseres Leben haben. Dazu gehört für die, die jetzt einen gewissen Lebensstandard erreicht haben, eben jetzt inzwischen auch die Umweltqualität und die beginnen sie einzufordern. Vielen Dank, Eva. Ich glaube, jetzt werden wir unsere Anwältinnen des Publikums, Kimiko Suda und Haishang Xiang, haben gesammelt ihre bisher eingegangenen Fragen und werden mal gucken, wie viele Themen uns präsentieren. Ja, erstmal vielen Dank. Wir haben sehr viele spannende Fragen erhalten. Die erste war, welche Konzepte es denn für China auf der globalen Ebene gibt. Also neben dem nationalen Plan gibt es auch eine Vision oder ein Konzept für globale Ebenen in Bezug zum Beispiel von Infrastrukturprojekten in Afrika, in Bezug auf Emissionen oder auch Solarenergie. Dann gab es eine sehr lokale Frage. Früher haben ja Fahrräder eine große Rolle gespielt im chinesischen Stadtverkehr. Gibt es da auch weiterhin Pläne, sie wieder neu mehr zu integrieren? Und eine andere Frage war, welche Rolle spielen Umweltgruppen, sozusagen Perspektiven von unten, und diskutieren diese auch soziale Gerechtigkeit oder soziale Ungleichheit gemeinsam mit Umweltpolitik? Herzlichen Dank. Das ist ja schon mal eine ganze Haufen. Ich glaube, die Konzepte auf der globalen Ebene, wie weit Emissionspolitik global oder Solarenergie auch anderswo organisiert wird, würde ich mal in diese Richtung geben. Herr Professor Zhu, wollen Sie darauf antworten? Yeah, just a response for the global level and the national levels. For example, global levels, especially about CO2 emissions. So, a lot of people want to know what's the strategy and the policies for China for the 2020, because the UN want to get the peak of the CO2 emissions by 2020. But China's national government at the moment, they make himself clearly about China in terms of energy efficiency. And not a total emissions will be reduced 40% to 45% by 2020, but this means the total emission still increasing, but not too much. I mentioned maybe 1.5 times at the 2010. Why? Professor mentioned China still is lower in terms of GDP per capita. Some experts say $10,000 GDPs to $30,000 GDPs is a must for the people to improve their life. Beyond this standard, maybe overconsumption, special. So I said, Western countries and China's green movement is the common principles, but strategy may be different. For the West countries, including Europe, maybe they should back to the eco threshold because they overconsumpt the eco footprint, such as energy. But for China, they should take the smart growth strategy. This means they still should get some growth to improve their life, but under the limit. So this is different. West countries should back to the limit. China will towards to the limit, but don't be beyond. What's the
sometimes I guess because I'm not government officials. So as a professor, I give suggestion for the government. I say that 2020 to the 2030 is the possible times for China. After 2030, China should largely reduce the total emission of CO2s. So this is, I think this is different levels, global levels, China, how to involve in the climate change movement. For the national levels, China still want to improve like wastewater and solid waste, this kind we call the brown agenda. Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, war ja auch die Frage in Bezug auf die Infrastrukturprojekte und die China in anderen Ländern, also zum Beispiel Afrika und Lateinamerika und so weiter, ausführt, also chinesische Firmen. China ist weltweit also einer der größten oder größte Staudammbauer, vor allen Dingen auch in Afrika und anderen Ländern und ist da teilweise auch sehr kritisiert worden von wieder anderen Staaten. Also Weltbank hat sich ja vor allen Dingen auch zurückgezogen aus der Kreditvergabe wegen diesen ganzen Umsiedlungsproblemen und Umweltproblemen. Und lange hieß es, also die chinesische Exim Bank vergibt Kredite ohne Umweltstandards abzufragen. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist also da auch was im Gange. Also auf jeden Fall, also dass da in letzter Zeit, also dass in die Exim Bank, die chinesische Kreditbank, eben auch solche Standards aufstellt. Aber es stimmt durchaus, dass da chinesische Firmen, also ich würde jetzt nicht, man soll vielleicht nicht immer generalisieren und sagen China, sondern teilweise sind das ja auch Unternehmungen, wo die Unternehmen den Staat vorausgeeilt sind, eben solche Standards nicht unbedingt eingehalten werden. Danke sehr. Die Fahrradfrage war ja sehr konkret und ich erinnere da immer, dass mir eine chinesische Gesprächspartnerin dann zurückgegeben hat, als ich bedauerte, dass es immer weniger Fahrräder in Peking gibt, dass der europäische Versuch, China auf seinem Fahrrad zu behalten, so wäre, als wenn die Chinesen den Europäern sagen würden, sie sollten wieder mit Pferden durch die Straßen reiten. Das ist meine Anekdote dazu. Aber was ist, Frau Böhm, haben Sie noch zum Fahrrad oder auch zu den Ökogruppen und deren Forderungen? Also zum Fahrradfahren kann ich konkret sagen, ich bin auch seit den 80er Jahren in China unterwegs und habe mich damals nur per Fahrrad bewegt. Das lasse ich inzwischen tun nicht sein. Und das aus mehreren Gründen. Es gibt zwar teilweise immer noch die schönen Fahrradwege, aber in Shanghai zum Beispiel, an einer der großen Straßen in Pudong, also dem neuen Part von Shanghai, wo sie 2 bis 3 Meter breite Fahrradwege haben, bin ich regelmäßig von der Polizei runtergeholt worden mit dem Hinweis, dass Fahrradfahren hier verboten sei. Plus, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Umweltverschmutzung ist wirklich ein Problem und ich habe es nachher nicht mehr gemacht, weil mir die Lungen wehtaten. Und ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Dui, die Ökogruppen und deren sozialen Forderungen. Haben Sie Fragen der sozialen Gerechtigkeit, war, glaube ich, die Frage. Ja, zuerst möchte ich sagen, dass die chinesische Gesellschaft vielseitiger geworden ist. Das heißt, dass es verschiedene Gruppen in der letzten Zeit sich entwickelt haben. Es gibt in der Großstadt die sogenannte Mittelschicht, die gute oder relativ gute Ausbildung haben und die natürlich auch alle diese Wohlstandsmaßnahmen orientieren wollen, ob das da Eigentum, Wohnung oder eigenes Auto. Aber genau sind auch diese Gruppe, die in den letzten Jahren bei der Umweltschutzbewegung sehr aktiv sind. Ich werde später ein paar Beispiele von diesen großen Massenproteste zeigen und dann werden Sie auch sehen, dass die Proteste, die auch Teil Erfolg
haben. Das heißt, dass die lokale Regierung schnell dann Kompromiss gemacht haben. Das sind meistens in den Küstengebieten, in den Städtgebiet. Das heißt, das sind diese Mittelschichten, die gut informiert sind, die auch mit modernen Technologien, sei das Mikroblogs oder andere Organisationsmethoden, die sind damit vertraut. Aber ein Kern von deren Bewegung ist immer noch, das eigene Recht zu schützen. Und das ist auch in der letzten Zeit, diese Konflikte zeigt, dass die chinesische Regierung diese wachsende Bewusstsein der Bürger auf deren Umweltrechte und auf deren Bürgerrechte, dass der Schritt nicht halten können. Aber sprechen wir auf den ärmeren Gegend, da gibt es auch so eine soziale Schere, was dann sowohl Naturressourcen betrifft, Verteilung von Naturressourcen betrifft, als auch Schutz von eigenen Rechten oder die Möglichkeiten, wie man seine Rechte schützen kann. Es gibt, ich habe vor kurzem mal interessante Studien gelesen, dass die chinesische Regierung in landesweit fast 100 sogenannte Environment Court gerichtet haben, wo dann nur bei nur Umweltverletzungscase dann bearbeitet werden. Aber wer wurde bestraft? Das sind hauptsächlich die sozial schwächere Gruppen. Arme Bauern, der dann heimlich in den Naturschutzgebiet Bäume gefallen haben. Aber die mächtigen Unternehmen, die da auch oft in der Interessegemeinschaft mit den lokalen Entscheidungsträgern da zusammenarbeiten, die werden in der Regel nicht bestraft. Also auch in diesem Bereich gibt es das soziale Ungerechtigkeit. Danke, Jui. Die Anwältinnen des Publikums werden wieder gefragt. Was sind weitere Themen, die Sie interessieren? Eine Frage war, ob Nachhaltigkeit auch seinen Weg schon in die Bildung gefunden hat. Wird es zum Beispiel an Schulen, an Unis oder auch für Weiterbildung für Industriemanagerinnen thematisiert? Wie könnte ökologischer Wandel auf dem Land insbesondere aussehen, vielleicht auch im Vergleich von Konzepten zum Beispiel für Mittelklasse in der Stadt? Und eine weitere Frage war, inwieweit Atom- oder Kernenergie derzeitig eine Rolle oder auch zukünftig eine Rolle in China spielen wird. Danke sehr. Zu Atom- und Kernenergie kann Frau Sternfeld sicher was sagen. Ja, ich kann zu allen drei Fragen was sagen, aber bei seinen Konzepten für die grüne Energie, ich wollte da nachher auch noch ein paar Bildchen zu zeigen, China ist ja, der Wirtschaftswachstum ist ja mit einem enormen Anstieg des Energiebedarfs einhergegangen. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass das vor allen Dingen eben auf Kohle gebaut ist. Und was macht die chinesische Regierung? Also eins der Ziele ist natürlich auch, von der Kohle wegzukommen. Und China hat in den letzten Jahren enorm viel in erneuerbare Energien investiert. Aber sie setzen vor allen Dingen auch, um von Kohle runterzukommen, auf Kernenergie. Da gab es enorme Ausbaupläne. Das ist allerdings in letzter Zeit auch ein bisschen zumindest mal vorübergehend zum Stillstand gekommen durch Fukushima. Und es ist nicht so ganz eindeutig, wie das weitergehen wird in der Zukunft. Zumindest ist für einige Projekte, die im Landesinnern gebaut werden sollten und auch noch in diesem 5-Jahres-Plan genehmigt werden sollten, die sind erstmal auf jeden Fall zurückgestellt worden. Aber wenn man sich die langfristigen Pläne anschaut, wie viel Prozent Energie von welchen Energieträgern geliefert werden soll,
sieht man, dass China den Rückgang der Kohle vor allen Dingen kompensieren will durch Atomkraft. Die Bildungsfrage, Ökologie in der Bildung. Wer würde dazu gerne was sagen können? Wird Ökologie in den Bildungskonzepten eingebracht? Wird das gelehrt den Schülern und Schülerinnen, den Chinesischen? But not ecology education, but I want to say sustainable education for the university. Is it okay? So two points. So we think some Chinese universities think there are four generations of universities. The first is like UK's Cambridge and Oxford. The special is the liberal education, liberal arts education. This is the first generation. The second is like Germany's universities and research oriented, like Hongbao universities. The third one is the generation is like US MITs. They provide a service to the business, to the societies. Now we move to the fourth generation of university, put the sustainable development as a guiding principles, which means the three elements, environment protection, social justice, and economy, because not just focus on the environment. So I say we should make difference between the environment protection and the sustainable development. For the Western countries, maybe they put SDGs focus on the environment side. For the China, they say economic still is very important. We should put SDGs as a principles into the education systems. So this is the first point. The second, Tongji University, I was working, want to play. Tongji was founded by the Germany 100 years ago. German very famous doctors set up the medicine university. Now Tongji becoming very related to the Germany universities. Our university want to becoming the key universities in terms of sustainable development. Not just educated for the environment subject. We want to put this kind of principle to the different subject. Every university students should be take the course of the ST principles. So we have collaboration with the UNEPs, set up this kind of education. So I just give some information. Thank you so much. Ja, ich würde auch gern zu Bildung was sagen, weil mein Kind in China auch die Schule, chinesische Schule besucht hat. Ich war in einem CCTV-Kinder-Englisch-Wettbewerb dabei und das Thema war über Umweltschutz und Klimawandel. Und jedes Kind, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, haben mal einen Vortrag vorbereitet und fließend auswendig gelernt, über wie man Umwelt schützen soll, wie wichtig das ist, Baum zu pflanzen und die arme Eisbären und so weiter. Und da war unter den Jury ein Foreign Investor, der so gemein war und hat ein Kind gefragt, und würdest du den armen Eisbären zu guter später auf ein Auto verzichten? Das Kind war total erschrocken und sagt, nein. Und wenn man die Frage in China stellt, ich denke, die allermeisten Erwachsenen werden dann nein schreien, weil die natürlich immer noch Autos und auch Konsum als das Wachstum schlechthin, als das Wohlstand das betrachtet. Auch jetzt, als wenn die Wirtschaftsentwicklung in China sich verlangsamt, ist jetzt immer das Motto mehr Konsum, mehr Domestikkonsum. Aber reicht es die Ressourcen? Und das wird letztendlich noch nicht wirklich überlegt. Eine andere Seite ist, jetzt wegen dieser schlechten Luft zum Beispiel, dass in China pro Jahr etwa 750.000 Menschen
wegen Luftverschmutzung sterben. Diese Information muss in der ganzen Gesellschaft kommuniziert werden. Die Menschen müssen an solche nüchternen Informationen kommen, um da auch tatsächlich die Wichtigkeit von der Umwelt und von Nachhaltigkeit zu verstehen. Danke, Julie. Kurz noch Frau Sternfeld zu den Landsituationen mit der Ökologie und zu den Schulen. Wollten Sie auch noch was sagen? Ja, zu den Schulen nur kurz, aber ich hab ja in Peking bei einer Institution gearbeitet, die hieß Zentrum für Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit, und die gehörten, wie gesagt, zum jetzigen Umweltministerium. Und eine von deren Hauptaufgaben war, das sogenannte grüne Schulenprogramm zu organisieren. Und das hat relativ klein angefangen in den 90er Jahren und wird jedes Jahr größer. Also das ist so eine Art, also die Schulen müssen bewertet werden. Es gibt bestimmte Kriterien. Das fängt von den Curricula an, von dem, wie die Schulen, also die Schulhöfe und so weiter gestaltet sind, und dann eben, was für Programme da angeboten werden. Und wir haben, also ich habe damals auch mitgeholfen, da so Trainings für Lehrer zu organisieren, und wir waren in vielen, vielen Schulen in ganz China, und ich habe sehr unterschiedliche Sachen gesehen. Ich habe wirklich auch sehr beeindruckende Beispiele gesehen, sehr tolle Ideen, was die Leute gemacht haben mit einfachsten Mitteln, weil diese Schulen, wenn es Grundschulen sind, haben die ja oft auch gar nicht sehr viel Geld und Mittel. Und andererseits sind viele Sachen dann sehr, ja, es waren immer wieder die gleichen Sachen, dass die Kinder gebastelt haben aus Abfallgegenständen, aus Cola-Dosen und so weiter. Das bekam man jedes Mal vorgeführt. Und da hatte man auch so das Gefühl, es geht vielleicht nicht so richtig darüber hinaus, ne? Das andere ist natürlich, waren dann auch Lehrbücher zu entwickeln, oder was wir gemacht haben, ein Programm, was wir nannten profitables Umweltmanagement, dass die Schulen besser umgehen mit Energie, mit Wasser und dabei gleichzeitig eben auch Kosten einsparen. Und zum Land, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also China ist das Land, was die meisten, also auch prozentual gesehen, den höchsten Input hat an Agrarchemikalien, weil sie eben sehr, sehr wenig Ackerland haben, und da wird drauf geworfen, was noch geht. Und das rächt sich nun inzwischen auch, angefangen von Wasserverschmutzung, von Bodenbelastung und auch gesundheitliche Folgen für die Menschen auf dem Land. Es gibt Ansätze zu ökologischem Landbau. Das haben wir damals auch verfolgt und versucht, da auch vor allen Dingen Aufklärung für die Verbraucher zu machen, dass die Leute wissen, wo sie solche Sachen kaufen können. China ist auch einer der größten Exporteure. Also einiges, was sie hier im Bioladen kaufen, steht nicht unbedingt Made in China drauf, aber ist wahrscheinlich hier weiterverarbeitet. Viele so Sojabohnen, angefangen von Sojabohnen, was weiß ich, Pilze und so weiter, kommen aus China. Da muss man jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass das schlimm ist oder schlechter ist als die Ökosachen, die hier produziert werden. Aber natürlich, genau wie bei der anderen Lebensmittelbranche, passieren da auch Dinge, wo das, also die Kontrolle ist noch nicht perfekt, sagt die Branche dort selber. Und ist natürlich die Biobranche in China im Verhältnis zu dem, was konventionell angebaut wird, sehr, sehr klein. Ja, ich möchte nur ergänzend dazu sagen, es ist vor einiger Zeit vom Ministerium, also offiziell von Regierungsseite, eine Statistik oder eine Information herausgegeben worden, dass in der nordchinesischen Ebene, was eine der Hauptanbau- und Agrarregionen Chinas überhaupt sind, mehr als 70% der Seen und Flüsse
und des Grundwassers so verseucht und verschmutzt sind, dass sie, es war in dem Report, unfit for human touch, also dass Menschen damit nicht in Zusammenhang, nicht berühren sollten. Das zeigt also, wie wirklich schlimm und dramatisch gerade auch die Wassersituation in China ist. Das liegt an den Pestiziden, das liegt aber auch an vielen anderen Industrien, die hemmungslos über Jahre eben und ungefiltert die Sachen ins Grundwasser gepumpt oder in die Flüsse geleitet haben. Herzlichen Dank für diesen etwas traurigen bestandsaufnahmennehmenden Ausblick. Wir haben jetzt die Freude, eine kleine Verschnaufpause einnehmen zu können mit einer musikalischen Pause. Und ja, Frau Schärf hat schon gerade gesagt, wir haben ein paar Minuten und das ist schon eine Herausforderung, ein doch sehr komplexes Thema so zu kondensieren, dass die hauptsächlichen Nachrichten doch rüberkommen. Aber ich gebe hier mein Bestes. Vielleicht noch ein Wort zur Otto Group. Die meisten von Ihnen kennen sicherlich Otto. Otto finde ich gut, ich übrigens auch, von ganzem Herzen. Aber es ist eine große Gruppe. Also die Otto Group besteht insgesamt aus etwa 123 wesentlichen Gesellschaften, sind noch ein paar kleine dazu, die in 19 Ländern aktiv ist. Es ist nicht nur der Versandhandel, den wir bedienen. Da gehören natürlich neben dem Otto-Versandhaus hier in Hamburg auch Bonprix oder Sportcheck, Heine, Witweiden und dergleichen andere mehr oder weniger bekannte Namen dazu. Es sind aber auch Servicegesellschaften, zum Beispiel Hermes, die hier die Pakete ausfahren, oder Finanzdienstleistungsunternehmen gehören auch dazu. Insgesamt hat die Otto Group etwa 53.000 Mitarbeiter und im 2012 hatten wir etwa 11,6 Milliarden Umsatz. Die neuen Zahlen kommen nächste Woche. Die Waren, die wir im Katalog übers Netz und anderswo anbieten, teilweise auch im stationären Einzelhandel, sind in der Regel nicht in Deutschland hergestellt worden, sondern weltweit. Die größten Sourcing-Märkte, also Einkaufsmärkte, sind nach wie vor in Asien. China, auch wenn es sich langsam von dem Image der Werkbank der Welt verabschieden möchte und mehr auf hochtechnologische Güter möchte, ist trotzdem nach wie vor unser größter und wichtigster Einkaufsmarkt. Und das gilt nicht nur für die Otto Group, sondern wenn Sie sich die Statistiken des Einzelhandels, also der Außenhandelsstatistiken angucken, nimmt China nach wie vor den Platz 1 an, gefolgt von Ländern wie der Türkei, nach wie vor sehr wichtig, Bangladesch und Indien. Viele dieser Länder sind bei uns als Risikoländer eingestuft. Sie sehen das hier, alles was rot gekennzeichnet ist. Das heißt, in diesen Ländern haben wir ein ganz besonderes Augenmerk darauf, ob das, was wir von unseren Lieferanten und unseren Partnern erwarten, auch tatsächlich eingehalten wird. Ich hatte das eingangs kurz erwähnt, wir haben einen Verhaltenskodex und auch bestimmte Erwartungen, was Umweltpolitik betrifft. Und da gucken wir ganz besonders drauf. In Ländern wie zum Beispiel Italien oder Spanien, wo auch immer noch ein bisschen Produktion stattfindet, tun wir das dann weniger, weil das Länder in der EU sind, auch schon lange in der EU und dort die Gesetze in der Regel gut durchgeführt werden. Die Einkaufsaktivitäten in diesen Ländern leisten wirklich einen aktiven Beitrag zur Verbesserung. Wir achten auf alles, was Sie sich in einer Fabrik vorstellen können. Das fängt an bei Fluchtwegen, die nicht verstellt sein dürfen, die Türen, die offen sein müssen. Das geht um Arbeitszeiten, das geht, wie gesagt, um Kinderarbeit und vieles anderes mehr. Und wir haben da in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wir sind dort seit wirklich Jahrzehnten unterwegs auf diesem Thema, sehr, sehr gute Erfolge verzeichnen können. Aber es ist auch eine Riesenherausforderung, denn wir sind nicht 24 Stunden in all diesen Fabriken vor Ort
Und selbst wenn wir gute Bedingungen geschaffen haben, kann es durchaus passieren, dass sobald wir aus der Fabrik raus sind, ich sage es mal ein bisschen salopp, der Schlendrian wieder einsetzt. Das hat viel mit Bewusstsein zu tun, mit Wissen. Professor Zhu hat gerade gesagt, nach wie vor ist das wirtschaftliche Denken, das ökonomische Denken ist im Vordergrund. Und wir versuchen das langsam aber sicher auch mit unseren Aktivitäten zu ändern, dass wir eben sagen, es ist eine sehr enge Verknüpfung zwischen Umwelt, zwischen Ökonomie und auch zwischen Sozialen. Um ein einfaches Beispiel zu nennen, wenn eine Fabrik zum Beispiel bei den Arbeitszeiten die nicht einhält und Näherinnen und Näher 10-12 Stunden an der Nähmaschine sitzen, haben sie am Ende des Tages keine gerade Naht mehr, sondern die sind übermüdet, die Qualität des Produktes leidet, die Unfallrate steigt und so weiter, was dann ganz klare wirtschaftliche Faktoren auch für das Unternehmen sind. Sprich, man kann diese drei Faktoren wirklich nicht voneinander trennen. Diese Sozialstandards haben wir bereits 1976 eingeführt. Ich glaube, da muss ich nicht nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, es ist relativ komplex, was wir dort von unseren Lieferanten oder mit unseren Lieferanten vereinbaren. Aber wir vereinbaren es eben nicht nur, sondern wir arbeiten mit diesen Lieferanten auch eng zusammen. Das heißt, die Otto Group hat ein Sozialprogramm ausgearbeitet, was aus sehr, sehr vielen Elementen besteht, auf die ich jetzt hier im Einzelnen nicht eingehen kann. Aber es sind vor allem die Elemente Information, Überprüfung und Qualifizierung. Das heißt, bevor wir in eine Fabrik hineingehen und einen Auftrag platzieren, schauen wir uns jede einzelne Fabrik an. Wir machen ein sogenanntes Audit und schauen, ob die Mindestkriterien erfüllt sind. Wenn es nicht der Fall ist, entweder fangen wir dort gar nicht an, wenn es kleinere Dinge sind, die relativ gut und einfach zu beseitigen und zu beheben sind, bekommt der Lieferant einen sogenannten Corrective Action Plan, also einen Korrekturplan, mit dem er dann diese Mängel beseitigen soll. Wir kontrollieren das regelmäßig, sowohl mit eigenen Leuten als auch mit Drittunternehmen, die dann eben die unabhängigen Audits durchführen. Und wir haben ein sehr umfangreiches Qualifizierungsprogramm für Lieferanten, die Probleme damit haben. Wir stoßen aber damit an unsere Grenzen. Wir haben es eben schon besprochen. China ist sehr stark belastet durch Umweltverschmutzung, Verschwendung der Ressourcen. Wir haben zum Beispiel Wasser, Benzin, Strom sind sehr stark subventioniert, was dazu führt, dass wir zum Beispiel sehr oft tropfende Wasserhähne in den Fabriken sehen und kein Mensch kümmert sich darum, weil es kostet ja nichts. Wir stoßen da an unsere Grenzen, wir können da alleine nichts machen, wir brauchen die Akteure vor Ort. Nicht nichts, aber wenig machen, wenn die Akteure vor Ort, die Regierungen und die Verbände und so weiter nicht mitspielen. Und wir brauchen auch die Unterstützung der Konsumenten. Und die Frage ist ja, was kann ich als Konsument tun oder was geht es mich überhaupt an, ob in China ein Sack Reis umfällt oder nicht, wie es immer so schön heißt. Ich denke, Konsumenten können sehr viel tun. Man kann nach nachhaltigen Produkten fragen, wo kommt das Holz her, aus dem meine Möbel her sind, wie wird die Baumwolle angebaut, energiesparende Elektrogeräte und dergleichen mehr. Ich glaube auch, und das ist meine persönliche Überzeugung, diese Geiz ist geil Mentalität ist überhaupt nicht geil, wenn ich das Wort auch nochmal ausnutzen darf. Denn ich persönlich finde es unethisch und auch unmöglich, dass man ein T-Shirt für 1,99 Euro oder eine Jeans für 3,99 Euro produziert und verkauft und erwartet, dass das alles in Ordnung ist. Deshalb hinterfragen Sie Herstellungsbedingungen, fragen Sie die Unternehmen, was sie tun, damit diese Missstände beseitigt werden, und hinterfragen Sie auch sich dem Motto dieses Kirchentages entsprechend, so viel du brauchst, brauche ich wirklich immer wieder was Neues. Vielen Dank.
Ich habe ja gesagt, ich habe schon sehr früh angefangen und mein erster Zugang zur Umwelt war, dass ich in einem Forschungsprojekt als studentische Mitarbeiterin Anfang der 80er Jahre arbeitete. Und damals hat man in Deutschland oder sagen wir mal in den 70er Jahren ein sehr positives Bild von China gehabt und auch in der aufkeimenden Umweltbewegung. Und ich habe hier so ein Zitat von Hans Magnus Enzensberger gefunden, 1973. Die besten Chancen für das ökologische Überleben der Menschen aber bietet sicherlich die chinesische Gesellschaft. Der sparsame Umgang mit den Ressourcen der Natur ist ein wesentlicher Bestandteil der chinesischen Kultur. Und es geht dann noch weiter, dass er auch sagt, dass die derzeitige Regierung das voll erkannt hat und darauf baut. Die Chinesen haben damals schon ein bisschen was anderes gesagt, weil auf der ersten UN-Klimakonferenz, wo die erste Delegation teilnahm, sagten sie, wir werden nicht aus Angst vor dem Ersticken das Essen aufgeben, nicht aus Angst vor Verunreinigung der Umwelt darauf verzichten, unsere Industrie zu entwickeln. Dabei sind sie eigentlich bis heute, bald auch wenn wir auf die Klimakonferenzen jedenfalls nach außen hin, so geblieben. Und wir haben es gehört, China ist 2001 in die Welthandelsorganisation eingetreten und seitdem, ja, wir sprechen von der Fabrik der Welt, hat insbesondere in der vergangenen Dekade ein enormes Wachstum in China stattgefunden. Ich habe das hier mal versucht zu bebildern. Für mich war durchaus noch vertraut in den 80er Jahren die berühmten Fahrradstaus und es kam ja die Frage nach den Fahrrädern. Das ist ein sehr typisches Bild, wer von Ihnen schon mal in Peking war, haben wir auch drüber gesprochen und ich habe erwähnt, dieses Wirtschaftswunder ist auf Kohle gebaut. Und da unterscheidet sich China ganz enorm vom Weltdurchschnitt und vor allen Dingen auch bei der Elektrizitätsproduktion. 80% wird aus Kohle gewonnen. Und jetzt wollte ich Ihnen einfach zeigen, was, wenn Sie insbesondere schauen, was zwischen 2000 und 2010 oder 2011 passiert ist. Also diese roten Säulen sind China. Das Gelbe ist Deutschland, in Deutschland, damals noch 1980 DDR und BRD zusammen. In Deutschland hat sich ab der Wiedervereinigung der Kohleverbrauch halbiert. China lag bis 2000 etwa gleich auf mit den USA und ist dann aber an allen vorbeigezogen und verbraucht jetzt etwa die Hälfte des weltweiten Kohleverbrauchs. Das kommt mit enormen sozialen und Umweltkosten. An der letzten Dekade sind 50.000 Menschen in chinesischen Bergwerken gestorben, mit einer Überlastung der Infrastruktur, weil diese Kohle aus dem Inneren des Landes in den Osten transportiert werden muss, mit der Luftverschmutzung und mit Landschaftszerstörung. Und dieser Anstieg, insbesondere des Kohlebedarfs, hat eben auch Auswirkungen auf den Klimawandel. Und das hat so 1998, als das Kyoto-Protokoll verabschiedet wurde, niemand, also die ganzen seriösen Energieagenturen, haben das nicht vorausgesehen. Und man hat erwartet, dass China etwa 2030 die USA beim CO2-Ausstoß überholen würde. Tatsächlich ist das aber eben schon bereits 2007 passiert. Was den Pro-Kopf-Ausstoß betrifft, und da hat China lange gesagt, ja, aber wir sind ja so viele Leute und der Pro-Kopf-Ausstoß, das stimmte auch noch 1990, war sehr, sehr viel niedriger als die in den Industrieländern. Inzwischen hat China aber ungefähr das Level der EU 27 erreicht und verbraucht, und das ist kein Wunder, zum Beispiel stößt mehr CO2 aus als Frankreich, weil ja, Frankreich baut ja seine Energie vor allen Dingen auf Atomstrom auf.
Erinnern möchte ich auch, und deswegen nimmt China durchaus aber den Klimaschutz ernst, und Herr Zhu hat das ja erwähnt, die Klimapolitik. 340 Millionen Menschen haben schon heute keinen Zugang zu ausreichender Wasserversorgung, und das wird sich den Prognosen zufolge durch den Klimawandel, den man in China bereits heute spürt. Also man kann nicht sagen, der Klimawandel ist was in der Zukunft. Es ist was, was bereits stattfindet und in China sehr viel spürbarer als bei uns zum Beispiel. Das haben wir erwähnt. Der 12. Fünfjahresplan adressiert ganz klar Ziele, die sich betreffen auf die Energieintensität und auch die CO2-Intensität. Das heißt nicht, dass man unbedingt, das hat Herr Zhu auch erzählt, die Emissionen verringern wird, aber man wird pro Bruttoinlandsprodukt eben die CO2-Intensität verringern. Und zugleich plant man eben den Anteil der sogenannten nicht fossilen Energien zu steigern. Das habe ich alles bereits erwähnt. China ist führend bei den erneuerbaren Energien. Insbesondere bei der Windkraft hat es innerhalb von 5 Jahren alle anderen Länder überholt. Und wir wissen, dass es auch der größte Hersteller von Solarpanelen ist. Und hier wurde ich schon zu gefragt, Ausbau der Atomenergie im Moment noch ungefähr auf dem Level, was wir hier in Deutschland haben. Aber es sind bereits 25 weitere Atomkraftwerke in Bau. Das habe ich auch gesagt. Es hat dann zum ersten Mal nach Fukushima auch eine öffentliche Debatte gegeben und über die Atomkraft und was da überhaupt im Gang ist und hat zu einem Moratorium geführt. Andererseits, wenn man sich die Prognosen ansieht, und das ist jetzt nicht die Prognose von Professor Zhu, sondern ich denke eine Prognose, die noch weiter an dem steilen Wachstum anhält, also davon ausgeht, dass die Elektrizitätsproduktion oder die Kapazitäten für die Elektrizitätsproduktion sich verdoppeln in den kommenden 10 Jahren, dann sieht man, dass der Kuchen von der Kohle ein bisschen kleiner geworden ist, aber die Kohle nach wie vor der Hauptenergieträger ist und wir davon ausgehen würden, dass die Kohle nach wie vor der wichtigste Energieversorger sein wird. Und von daher habe ich geschrieben, eine Energiewende oder gar eine postfossile Revolution sehen wir da zumindest mittelfristig nicht. Und vielen Dank. Ich habe gestern im Nachrichten gehört, dass auf dem Kirchentag oft musiziert oder gesungen wird. Und da habe ich auch ein chinesisches Lied vorbereitet. Wir haben eben ein schönes traditionelles Lied gehört. Ich zeige jetzt einen populären Schlager aus China. Und Ursprungstitel heißt Peking Peking. Was ich jetzt zeige, ist aber eine Smog-Version, die im Internet ein Hit geworden ist. Und ich übersetze jetzt parallel noch den Text. Der Smog erobert jede einzelne Straße. Die Umweltbelastung hat den Grenzwert wieder überschritten. Wie im Traum stehen die Hochhäuser um uns herum. Die Mondschutze überall auf der Straße kann ich nur vage erkennen. Wer sucht im Nebel? Wer atmet? Wer lebt und stirbt im Nebel? Wer läuft im Nebel herum? Wer weint? Wer kämpft und erstickt im Nebel? Peking, Peking. Die Sichtweite ist höchstens 200 Meter.
so nah wie die Distanz zwischen Behörden und Bauentwicklern. Im Nebel denken die Menschen nach und fragen, wie die Umweltprobleme gelöst werden können. Wer betont das Wachstum und denkt nur an kurzsichtigen Profit? Wer beutet die Ressourcen aus und ignoriert Probleme, die zurückbleiben? Wer beschwört ein glückliches Gefühl, kommt seiner Pflicht aber nicht nach? Wer singt im Nebel und fordert Wachsamkeit? Peking, Peking. So. Was sagt dieses Lied uns? Erstens, dass die Umweltsituation in China in den letzten Jahren in einen ganz dramatischen, schlechten Zustand entwickelt hat. Und zweitens, die Bürger sind sehr unzufrieden damit und sehen eine Gefährdung ihrer Existenz. Drittens, die Bürger sehen hier die Regierung als Hauptverantwortliche für diese Entwicklung. Viertens, Kritik dieser Art ist möglich oder ist inzwischen sogar eine wichtige gesellschaftliche Kraft. Und ich komme zuerst noch kurz zu dieser Umweltbewegung Top-Down, was wir eben schon besprochen haben. Es gab in den letzten 10 Jahren immer wieder sogenannte Umweltschutzsturms, gestartet von der chinesischen Umweltministerium, früher Umweltverwaltung, administrative Verwaltung, SEPA genannt. Aber dieser Sturm hat letztendlich keine Wirkung erzogen. Der Grund ist natürlich sehr komplex. Zu einem ist das Umweltministerium in China sehr schwach in den Machtverhältnissen im Vergleich zu den anderen mächtigen Ministerien. Zu anderem gibt es in China viele Regularien, die nicht so durchgedacht sind und da auch nicht miteinander koordiniert. Aber am wichtigsten ist natürlich hier, dass, wie dieser Bild zeigt, dass der Glaube an GDP immer noch eine herrschende Ideologie in der chinesischen lokalen Machthabe ist. Und trotz des schnellen Wirtschaftswachstums wurde letzte Jahrzehnte als das verlorene Jahrzehnt genannt. Gemeint ist, dass die Regierung die Chance verpasst hat, die Gesellschaft so fein zu steuern und eine umfangreiche soziale und politische Reform in den Weg zu leiten. Und das gilt auch für die Umweltbewegung oder Umweltschutzbewegung, die von der Regierung oder von der Umweltministerium, Behörden dann geführt wurde. Und deswegen gibt auch das chinesische Umweltministerium zu, dass China jetzt einen Zeitpunkt erreicht hat, in dem die Katastrophen durch Umweltverschmutzung explosiv sich entwickeln. Und eine andere explosive Entwicklung in der chinesischen Gesellschaft in den vergangenen 10 Jahren war das die Entwicklung der neuen Medien, vor allem Internet. 2002 gab es in China ungefähr 50 Millionen Internetnutzer und inzwischen ist das 550 Millionen. Internet und andere neue Technologien hat der Informationsfluss in China grundlegend verändert und bietet die Bürger auch viel mehr Möglichkeiten, sich zu mobilisieren. Was sich hier als ein Beispiel zeigt, das ist auch ein Meilenstein in der chinesischen Umweltbewegung 2007 in Xiamen. Da haben die Bürger gegen eine Bauplanung einer großen Chemiewerk protestiert.
Zuerst haben die dann nach Veröffentlichung der Umweltverträglichkeit diese Vorhaben verlangt, als die lokale Regierung das ignoriert und kritische Berichte, Medienberichte beschlagnahmt haben, haben die Bürger angefangen, per SMS eine Demonstration vor dem Rathaus zu organisieren, um das Wort dann Demo zu vermeiden, was von lokalen Netzwerkbetreiber gefiltert hat, hat man das Wort Spaziergang benutzt. Inzwischen hat das Wort Spaziergang wirklich in China eine politische Dimension. Und das war kurz, diese Demonstration mit über 10.000 Demonstranten war von der Zeitraum her kurz vor dem Jahrestag der Tiananmen. Das heißt, die Zentralregierung wollte auf gar keinen Fall eine Eskalation sehen und hat Druck auf lokale Regierung gesetzt und da wurde diese Bauvorhaben auch gestoppt. Und man sieht in einem chinesischen Medien, Titel mit dem Titelbild bejubelt die Macht der SMS. Ein anderes Beispiel, was das Vertrauen der Bürger in die Regierung stark getrübt hat, ist der Milchskandal, was ausgebrochen 2008. Zuerst wurde nach offizieller Angabe wurde 300.000 Säuglinge durch melaminverseuchte Milchpulver dann an Nierenstein erkrankt. Diese Nachricht wurde zuerst auch im Internet verbreitet und die Empörung war noch größer, als im Internet auch bekannt gegeben ist, dass die Regierung früher schon diese Information hatte, aber wegen den Olympiaspielen versucht hat, die Nachricht zu vertuschen. Und auch die psychische Wirkung dieses Skandals ist langlastend. Es gibt eine CCTV, also staatliche Fernsehstudien, dass über 70% der Chinesen kaufen auf gar keinen Fall Milchprodukte für deren Kinder, keine einheimischen Milchprodukte für deren Kinder. 2009, das war auch ein interessantes Beispiel, weil in China in verschiedenen Großstädten große Proteste gegen Müllverbrennungsanlagen gab. Und das war parallel in Guangdong, in Nanjing, also in der Provinz Jiangsu und in Peking. Müllentsorgung ist auch ein typisches Dilemma der chinesischen wirtschaftlichen Entwicklung. In Peking ist das zum Beispiel 2012 eine Gesamtmenge von 25.000 Tonnen Haushaltsmüll. Viele Stadtregierungen planen deswegen Bauen von großen Müllverbrennungsanlagen, um diese Müll auch schnell zu entsorgen. Aber die Bürger haben große Angst, dass es wegen mangelnder staatlicher Kontrollen die vorgegebenen Standards nicht eingehalten werden können. Und dass die dann krebserlebende Abgase da einatmen müssen. Und interessant ist, dass es verschiedene Städten die Bürger dann miteinander per Internet dann intensiv ausgetauscht haben und einander unterstützt haben. Und in der Stadt Guangzhou zum Beispiel wurde die Regierung auch so unter Druck gesetzt, dass die dann letztendlich eine Public Hearing, also eine Anhörung organisiert haben, und die Demonstranten da auch eingeladen haben. Und solche Anlagen steht heute auch in Schwebe. Und wie gesagt, letzte Jahre, gab immer mehr Proteste, immer mehr Massenproteste im Umweltbereich. Die Zahl ist es pro Jahr ungefähr steigt der Zahl 30%. Hier gibt es eine Überblick von den großen Beispielen in den letzten 5 Jahren. Man sieht natürlich, dass allermeisten in der Küstengebiet stattfinden. Das heißt nicht, dass die Umweltverschmutzung in den Westen, wenn nicht entwickelten Gebiet, weniger ist, sondern im Gegenteil. Aber da sind die Menschen noch nicht so gut
vernetzt, aber auch hat nicht so viel Unterstützung, um das überhaupt zu organisieren. Ein anderes Beispiel, was auf den ersten Blick nicht mit der Umwelt nicht zu tun hat, sondern vielleicht ein technisches Versagen ist, möchte ich hier aber auf jeden Fall zeigen, weil wir auch, oder unser Forum heute ist auch das Thema schneller, grüner, weiter. Ich möchte auf diese Schnelligkeit, diese Geschwindigkeit ansprechen. Den Schnellzugunglück 2011. Dieser ganze Bau von dem Schnellzug, was man auch in China denkt, dass das die viel effektiver ist von der Energienutzung, hat das gleiche Problem wie alle politische, aber auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Entscheidungen in China, dass das die Regierung alleine die Entscheidung macht und dass die auch selber die Geschwindigkeit bestimmen können. Und dann kommt es dieser Unglück 2011 und per Mikroblock hat die ganze Bevölkerung in China erfahren, dass die Regierung schnell die verunglückten Wagen auch auf dem Ort begraben wurden. Und die Empörung war so groß, dass es dann letztendlich diese Aktion doch gestoppt wurde und man hatte in einem Wagen ein überlebendes zweijähriges Kind gefunden. Ja, wie sieht das jetzt weiter? Wenn es Ausblick 2013 ist, ist das natürlich nicht schön. Das ist eine Anspielung im Internet über einen Skandal jetzt Anfang dieses Jahres in Shanghai, dass Zehntausende Schweine dann in den Fluss schwimmen. Und erstmal wollte niemand dann genau Informationen geben, was da los war. Und dann sagt die Stadtregierung noch, das Wasser sei überhaupt keine 1A-Qualität. Und dieses Bild zeigt, dass in China inzwischen zwei verschiedene Öffentlichkeiten gibt. Einer ist die Propaganda, die Art der Propaganda-Denkweise, was die Regierung führt. Es herrscht aber, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ein großes Misstrauen im Internet und unter den Bürgern, sodass ein chinesischer Medienwissenschaftler sagt, inzwischen wäre heute im chinesischen Internet was Gutes über die Regierung sagt, dann ist der politisch inkorrekt. Ja, aber das als letztes Bild zu stehen zu lassen, ist natürlich nicht schön. Und ich denke, durch diese Beispiele hoffe ich, dass man einen Einblick bekommt, wie die Gesellschaft in China sich schnell entwickelt und welche rechtliche und Umweltbewusstsein unter den chinesischen Bürgern sich entwickelt. Vielen Dank.